Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris. Ja, heute mit einem Crysis 2 Gameplay. Das Ding ist zwar uralt, aber bei mir wird ja natürlich alles verwertet, was ich mal aufgenommen habe. Und da habe ich jetzt dieses Crysis 2 Gameplay gefunden. Ja, ihr habt ja in der letzten Zeit von mir mal gar nichts gehört. Ich habe auch momentan ja nicht großartig was zu berichten. Ich habe sehr viel zu tun. Ich arbeite momentan sehr viel. Und nächste Woche kommt mein lang ersehnter Urlaub und dann endlich mal entspannen. Dann geht's ins Sea Life nach München. Da habe ich mir jetzt mal Karten reserviert für mich und meine Freundin. Da bin ich momentan wirklich sehr gespannt. Und in 3 Wochen, ja, Gamescom 2012 in Köln. Mal gucken, was da abgeht. Ich werde selbst mit dem Undercereal vertreten sein. Von Mittwoch bis Sonntag. Wir haben dieses Mal wirklich eine lange Woche vor uns. Ich hoffe, die Leute, die uns dann treffen, sind alle cool drauf. Was wir da genau für einen Termin machen, muss ich mich mal mit ihm absprechen. Denn, ja, ich hoffe, die Leute schätzen das. Wir nehmen dafür unseren Urlaub, tun unseren Urlaub in Kauf nehmen, dafür, dass wir da hinfahren können. Und ich bin mal wirklich gespannt, was da so abgeht. Ja, aber das soll nicht unser Thema sein. Ich habe mir ja mal eine lustige Geschichte überlegt. Also überlegt, ist keine Geschichte, weil es am Wochenende passiert. Und ich war am Wochenende, besser gesagt am Samstag, war ich auf einer Abschiedsparty von einer guten Freundin. Ja, diese Freundin wird demnächst Deutschland verlassen und wird nach Thailand gehen und dort in so einem Wildreservoir arbeiten. Wildreservoir. Yeah. Ja, da waren wir davor als erstes beim Mexikaner, haben da alle schön gegessen. Wir waren so ungefähr, ja, 10, 15 bis 20 Leute, sowas in dem Schnitt. Und haben da auch ein paar Cocktails getrunken. Ja, und ich bin dann auch wieder so langsam in Fahrt gekommen. Ihr wisst ja, ich bin ja so der Partyboy, sobald ein bisschen Alkohol durch meinen Körper fließt, drehe ich voll ab und brauche immer mehr. Ja, nein, nehmt euch das nicht als Vorbild, ne? Das ist nicht gut, was ich mache. Aber ich mache es gediegen. Ich trinke nicht oft Alkohol, aber wenn ich trinke, dann meistens über die Stränge. Ja, waren wir auf jeden Fall dort. Haben dort ein bisschen was getrunken, da waren auch ein paar Mädels mit dabei. Eine, die war total, das muss ich euch mal wirklich erklären. Die Braut hatte riesige Titten, aber wirklich riesige Möpse. Aber die war richtig verdammt dumm. Also, wenn ihr euch das jetzt vorstellen könnt, das war eine Deutsch-Italienerin. Und ich habe wirklich nichts gegen Italiener, ich habe selber genug Freunde. Aber mein Gott, diese Tussi redet dann so: Ja, ich komme aus Polen. Hallo. Da denke ich mir, Alter, und die ist so peinlich und die hat nur Scheiße gelabert. Und dann schaut die irgendwo in den Raum rein und ist so, als wird sie gerade unten irgendwie angelangt werden. So, Nee. Ja, das war so der erste Part. Und wir haben uns danach überlegt, weil wir dann alle voll heiß waren, wollten feiern gehen. Was machen wir jetzt? Ja, ich komme ja aus Fürth und bei mir um die Ecke ist eine Disco, die nennt sich Avancio. Und das Avancio ist kein normaler Club, sondern das ist so ein Club, da bin ich, glaube ich, der Jüngste drin. Ja, wir haben uns gedacht, komm, wir wollen jetzt nicht so weit weggehen, gehen wir ins Avancio. Ich so, okay, soll mir recht sein, Viertelstunde Heimweg, ich bin dabei. Ja, also, fahren wir ins Avancio und ich muss wirklich gestehen, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war in einem Club, dort waren wirklich, wirklich so, ich sag mal so 30 aufwärts, also ab 30 Jahren aufwärts. Ich habe mich davon natürlich nicht unterkriegen lassen, habe dann mit meinen Leuten gleich einen Tower bestellt, was jetzt, wenn die Leute nicht wissen, was ein Tower ist, das ist auch da irgendwie so, es gibt ein paar Clubs, das ist so eine riesige Röhre, unten ist ein Zapfhahn und da wird halt dann eine Flasche Schnaps reingekippt und es wird dann halt auf 3,5 oder 4 Liter verdünnt. Ja, und da kann man sich unten schön seinen Stoff abzapfen. Ja, auf jeden Fall, das Ganze hat auch sehr humane Preise gehabt. Das Ganze wurde dann auch am Wodka eingespart, weil der hat mich dann irgendwann richtig derbst weggeprellt. Aber nichtsdestotrotz, ne? Ich voll besoffen. Mein guter Kumpel von mir und auch ein guter Arbeitskollege, der Erik, kennt ihr jetzt nicht, steht außen, ich komm raus, sag, hey Erik, Alter, mich knallt wie die Sau, Alter. Also ich sag dann immer Alter, wenn ich besoffen bin. Ey, lass, ey, ich muss gehen, ich muss gehen, ich
gehe sonst kaputt. Wasser bestellt, ne? Und das Wasser noch getrunken. Dann ging es mir einigermaßen gut, wirklich. Ich so, komm, wir gehen jetzt auf die Tanzfläche. Das ist mir so egal, ob wir da die Jüngsten drin sind. Dann gehe ich auf die Tanzfläche. Es kommt so als erstes so Chartmucke. Neben mir zwei richtig schöne Mütter. Also wirklich Milfs. Ja, und ich stehe halt so da mit meinem V-Ausschnitt. Und die tanzt mich so an, aber ich war halt voll schüchtern, Alter. Was willst du mit einer 35-Jährigen jetzt hier so im Club, Alter? Ich habe mir jetzt so, nein! Aber außerdem habe ich eine Freundin, also weißt du, kann ich das nicht machen, halt. Ja, und auf einmal, ich weiß nicht, was mit dem DJ los war. Auf einmal fängt der an, er spielt Tyga Rack City. Und das Ganze ging dann weiter über Lil Jon, über 50 Cent. Man denkt sich dann so, what the fuck, was geht hier ab, Alter? Ja, schon wieder, Alter, ne? Was geht hier ab? Die Leute shaken da drauf ab, man, die Muddis, die shaken ihren Booty, ihre Ärsche. Ey, ich hab gedacht, ich bin im falschen Film, ne? Das war wie, ich hab zu dem einen gesagt, ey, ich fühle mich hier wie bei Brazers, My First Sex Teacher. Also echt krass, da waren wirklich heiße Muttis dabei und die sind dann so auf die Beats abgegangen. Und du denkst so, boah, what the fuck, was geht hier ab? Aber mir hat das Ganze wirklich riesen toll gefallen. Also ich war danach auch wieder richtig normal drauf und wollte dann am Ende gar nicht mehr gehen. Ich so, ah, komm, geh mal, ey, schon 2:30. Ja, dann bin ich schnell heimgelaufen. Aber wirklich, ey, genial, wirklich. Also es gab keinen Stress in dem Club, weil die Leute halt alle schon etwas älter sind und nicht hier so, ey, komm, Alter, machst du meine Freundin an oder machst du meine Mutter jetzt hier an? Ja, sowas gab's halt nicht und die Leute waren echt cool drauf. Es liegt halt wahrscheinlich damit zusammen, weil es einfach eine andere Altersgruppe ist. Der Club an sich von der Location war auch ultra genial. Also es war wirklich, da wurde wirklich aufs Detail geachtet, weil wenn wir immer in so einen Club gehen, Eric und ich, wir checken immer erstmal so die Location ab, so. Was steht da drin und wie schaut das Ganze aus? Ist das billig gemacht? Ist das geil gemacht? Und es ist so ein bisschen, der eine Bereich ist so, als würde man irgendwo in Österreich auf der Après-Ski-Party sein. So schaut der erst eine Bereich aus. Und der andere, wenn man mal wirklich mal sich umguckt, denkt man, man ist irgendwo in einer Grufti-Party und wartet noch, bis das Blut von den Decken fließt, ne? Aber es hat wirklich riesigen Fun gemacht und appelliere alle drauf, also diese Ü30-Partys, da muss man natürlich auch ein bisschen alt sein. Bei mir war es halt so, die Türsteher haben mir gekannt, also da war das kein Problem. Aber es hat wirklich riesigen Fun gemacht, dort reinzugehen. Vor allem, das ist bei mir direkt um die Ecke und ich habe echt nicht gedacht, dass der Club dass das so lustig wird. Natürlich habe ich mich auch ein bisschen weggeprellt. Dann war das natürlich alles, ist natürlich alles lustig, aber der Laden an sich, kein Stress, alles ganz low, günstige Preise, dafür hast du halt am nächsten Tag die Birne beieinander. Aber Wayne, wen interessiert's? Hauptsache Fun und darauf kommt's im Endeffekt an. Und es reimt sich sogar und ihr wisst, was sich reimt, das ist in der Regel immer gut. Und ja, das war mein Auftritt. Das war meine Erzählung von meinem letzten Wochenende. Oder besser gesagt, von meinem letzten Wochenende. Was laber ich hier wieder? Und ja, auf jeden Fall hat riesig viel Spaß gemacht. Ich habe am Anfang echt gedacht, so, oh, was will ich hier? Aber der Abend ist dann auch wirklich richtig lustig geworden, richtig geil. Und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst in den 3 Wochen auf der Gamescom. Ich freue mich auf euch. Wenn wir uns sehen, ob wir jetzt ein Abonnententreffen machen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Muss ich nochmal mit den anderen sprechen, die da mitwirken oder besser gesagt, ich da mitwirken möchte. Muss ich mal schauen und ich verabschiede mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Könnt hier das Video bewerten, damit helft ihr mir nur weiter. Könnt einen Kommentar schreiben, damit helft ihr mir auch weiter. Und ja, ich werfe jetzt mal so eine Frage in den Raum, die eigentlich ziemlich asozial ist, aber mich interessiert sie, denn viele sagen immer zu mir, Chris, du bist ein richtiger Milf-Hunter, weil ich das irgendwie, ich rede irgendwie mit diesen Mummies, also eine Milf ist für mich einfach nur eine Frau ab 30, die hübsch ist, nicht eine Mummy, it likes to fuck, sondern einfach nur eine hübsche Frau und irgendwie bin ich denen sympathisch. Sprechen her, keine Ahnung. Und was sagt ihr denn zu MILFs? Sind die Top
oder Flop, genau. Top oder Flop. Findet ihr MILFs gut? Hattet ihr schon mal eine? Ja, oder sagt ihr, nee, ich mag lieber die jungen Mädels, die finde ich interessanter. Die sind hemmungslos, wobei man das auch von den MILFs auch nicht so. Die sind in dem, ich sage euch mal so, die Frauen, wenn die älter werden, die sind eigentlich am schlimmsten vom Verhalten her. Ja, gut, ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Bewerten nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar, damit helft ihr mir. Ich möchte nicht danach battlen, aber ihr helft mir damit. Servus, Leute, ich bin raus, euer Chris.